Don't let your kids watch it! Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Willkommen und hallo Freunde der Gepflichtenunterhaltung zu einer Folge American Truck Simulator ATS. ATS. Hab schon wieder ein Kasper gefrühstückt, glaube ich. Ja, mit unserem Mac Anthem auf dem Truckstop. Naja, eigentlich mehr eine Rest Area. Guck mal, der hat einen Träger. Ein Träger in seinem sehr weißen Peterbilt. Ist das ein Peterbilt? Ja, der ist schon sehr weiß. Der bringt sein ganzes Eigenheim mit da drüben. Was soll's? Tja, wir fahren Getreide. Getreide? Now we're fahren am American Truck Simulator. Wir fahren Getreide. Ja, wirklich ein Kasper gefrühstückt. Irgendwas muss im Kaffee gewesen sein. Ja, von Seattle nach Roswell, New Mexico. Ne? Wir sind, glaube ich, 160 Meilen vor Roswell. Das heißt, wir kommen da gleich an. Und jetzt ist die große Frage. Kriegen wir Rückladung? Kriegen wir Fracht? Weil das ist ein eigener Auflieger. Das ist natürlich für Getreidetransporte, ne? Oder, ich glaube, Schüttgut kann man damit auffahren. Ob sowas in Roswell gibt? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir 1000 Meilen zurück nach Seattle, bis wir wieder Ladung finden. Wer weiß. Aber wir machen erstmal unseren Mac an. Ach, schon schön. Männer-LKW. Ja, klar. So. Freunde. Macht's mal gut. Ich bin dann mal weg, die... Verlassen wir hier mal diesen hübschen Ort. Bringen wir unseren Mac mal auf die letzten 160 Meilen. Ne, irgendwie ein Stückchen geradeaus, einmal rechts abbiegen und dann wieder geradeaus und dann sind wir da. Also, so sagte das die Karte. Für unseren Mac natürlich überhaupt kein Problem. Das fahren wir mal eben locker so weg. 160 Meilen, ne? 1600 waren es, glaube ich, insgesamt. Da sind 160 Meilen, also... Killefitz! Killefitz, wir sind fast da. Und, habe ich auch eben nochmal nachgeguckt. Überpünktlich. Für diese 160 Meilen haben wir jetzt noch 15 Stunden Restzeit. Also alles ganz geschmeidig hier. Dafür, dass ich nur tagsüber fahre und nachts den LKW immer gern auf eine Rest Area stelle. Weil wir ja was von der Landschaft sehen. Hab euch dabei. Als meine Co-Piloten. Ihr wollt ja auch lieber was von der Landschaft sehen, als im Dunkeln hier über den Highway zu fahren. Fahren wir natürlich im Hellen. Und bei so viel Zeit... Ja, Mandy. Es geht right. Machen wir. Ich nehme Exit right. So, nochmal einen Gang runter. Ne? 40 ist leichter. Mit ein bisschen Drehzahl fährt es sich immer ein bisschen leichter. Oh. Oh, hier darf man gar nicht so schnell fahren. Ja. Schon wieder right. Das war jetzt ganz schön oft right. Ich dachte, wir machen einmal right und dann nur noch geradeaus. Guck mal, beißen ist auch hier. Lieber ein Beißen als ein Swift-Fahrer, ne? Oder wie haben wir das aus den Videos von Mirko auf Achse gelernt? So, bisschen Landstraße. Bisschen Landstraße bis zum Ziel. 55 Meilen hier. Auch kein Problem. Da vorne kreisen schon die Geier. Die wissen wahrscheinlich schon, dass es keine Rückfracht gibt. Oder es sind Krähen und die wollen dann unser gutes Getreide, was wir hinten im Auflieger haben. Man weiß es nicht so genau.
Aber wir werden es rausfinden. So, schmeißen wir mal ein Tempomaten rein. Wir wollen ja den rechten Fuß nicht so überbeanspruchen. The Bulldog wird das hier schon alles für uns regeln. Der Mac. Ich sitze nur leider so tief, ich kann dem Hund, der vorne auf der Kühlerhaube ist, als Galionsfigur quasi, gar nicht sehen. Aber von der Richtung hier würde ich ihm sowieso nur den ganzen Tag auf den Popo gucken. Und wer will schon die ganze Zeit den Hund auf den Popo gucken? Mir lag das Wort mit A gerade auf der Zunge, aber ich dachte, ey, YouTube, sag mal nicht das A-Wort, ne? Sag mal lieber Popo. Apropos Popo. Wo sind denn hier die Aliens? Ist doch immerhin Roswell hier. Hier kommen doch angeblich die ganzen Aliens immer her. Hab noch gar keine am Straßenrand gesehen. Oh, da vorne müssen wir auch noch links rum. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Plan. Links rum auch noch. Wiegestation umfahren? Wo ist denn hier eine Wiegestation? Da ist egal, ich habe ein grünes Licht, ich darf die... Ach doch, geradeaus werden die. Warte, kurz im Kalender notieren. Wiegestation in Mexiko durfte ich umfahren. Das ist schön. Kaum habe ich euch mal dabei, da darf ich auch mal wieder die Wiegestation umfahren, ne? So. Ich nehme mal die zweite Spur, dann darf ich auch schon mal links abbiegen hier. Hallo Kollege. Hi. Ah, zwei Spuren, ich darf auch wieder schneller fahren. Geht aber auch geschmeidig ab, ne? 600 PS und trotzdem zieht der wie ein Biest, ne? Was heißt 600? Ist auch schon eine Menge, aber... Brrr. 13 Gang, Eaton Fuller Getriebe. Ja, Power, Power. Brrr, 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 brrr. Entschuldigung, es ist gerade mal wieder mit mir durchgegangen. War was im Kaffee heute Morgen, schätze ich mal. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ja, und dank Aerodynamikpaket hinten an den Achsen. Greta wird mich dafür lieben. Sind wir sowas von spritspart unterwegs? Also ich musste, glaube ich, auf der Tour bis jetzt erst zwei oder dreimal tanken. Der Mac ist halt ein bisschen durstig, ne? Was soll's? Sieht einer die Aliens? Wo sind denn hier die UFOs? Müsste aber doch eigentlich sehen hier auf diesem flachen Stück Erde hier. Mann, wenn du hier wohnst, kannst du vier Tage vorher sehen, wenn dein Nachbar dich besuchen kommen will. Oh ja. Sind das Getreidesilos? Hm. Kriege ich doch Rückfracht? Gibt es hier eine Ladung für mich? Wir sind ja immerhin fast da, ne? Da kann man sich ja schon mal Sorgen machen, wie man hier wieder wegkommt aus diesem Stückchen flachen Erde hier. Wo geht denn die Reise hin, ne? Da kann man nicht so wählerisch sein. Hat man keinen eigenen Auflieger dabei, nimmst du, was du kriegen kannst, ne? Aber jetzt... Ich sehe da schon kommen 1000 Meilen leer Richtung Washington, um wieder Getreide zu laden. So wird das kommen. Oh ja, wir haben noch keine Aliens gesehen. Aber da rechts ist doch auch eine Farm, oder? Wir werden doch hier irgendwas anbauen, was ich transportieren kann.
Straight on, kein Problem. Mach ich. Ich gehe sowas von straight on hier. Auf meinen letzten Meilen bis zum Kunden. Ups. Roswell. Gut, steht dran. Wir sind richtig. Das Navi hat uns richtig geführt, alles ist gut. Jetzt weiß ich wahrscheinlich auch, wenn es keine Rückladung gibt, warum die also relativ gut bezahlt waren. Für Getreidetransporte kriegt man eigentlich eh nicht so viel, aber... Die war relativ gut bezahlt, die Tour. Wahrscheinlich, weil ich hier nichts zurückkriege. Ja, also irgendwann war ich schon mal in Russell, das weiß ich, aber da ich ja irgendwann das Profil mal neu angefangen habe, kriege ich natürlich auch lauter Errungenschaftspunkte wieder die ganze Zeit. Ne? So, wenn es vorne schnell geht, macht nichts. Ist kein Problem. Ja, straight on. Nee, geht nicht straight on. Jim Palmer hat ein Problem, um die Kurve zu kommen. Ist ja auch rot. Fahr, du darfst abbiegen. Hau ab, ich will in die Pole Position. Ah, jedes Geräusch liebe ich hier am Mac. Schon schön. Das ist rot. Könnte grün werden. Jetzt. Ich lösche schon mal die Bremse. Das Lösen der Bremse löst hier quasi gerade Erotik aus. Druckluft abgelassen aus dem Überlassventil. Nee, wir hören jetzt lieber auf. Sonst wird das hier noch eine ganz schmutzige Folge. Hast gehört? Aber Erotik im Spiel. Bist du nicht gerade rechts abgebogen, Jim? Nicht drüber nachdenken. Das ist bestimmt ein Alien am Steuer. Jetzt habe ich endlich einen gesehen hier. Der umkreist nicht die Erde in seinem Raumschiff, der umkreist Roswell hier. So. Schon schön. Ich höre auf, ist okay. So, weit kann es jetzt nicht mehr sein, ne? Ja, keep right, turn right, mach ich. Oh, eine enge Kurve hier. Also für einen 53 Fuß Auflieger ist das eng. Wir hoffen, dass jetzt keiner von vorne kommt. So. Hallo? Ich bin da. Officer. Da vorne ist Sailboats. Da wollen wir hin. Ja, turn right. Warte, ich muss mal ein bisschen ausholen. Das kriegt den Auflieger hier nicht um eine Kurve. Ja, das ist wo wir hin. Ich weiß. Hallo? Ja, klar. In die... Oh. Rumpel die Rumpel. Hätte ja auch hier, ne, wo ganz viel Platz ist. Nein, ich muss da hinten ins letzte Loch. Ja klar. Oh. Wo ist denn das Ende vom Auflieger? Da. Entschuldigung, Sie können Sie mir mal ein Fernglas leihen. Ich suche das Ende meines Aufliegers.
muss zugeben, mit 53 Fuß habe ich immer so ein leichtes Problem beim Rückwärtsfahren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann auch an der Achse liegen, dass sie so weit auseinander ist da hinten. Flutscht nicht immer so. Aber muss sagen, so für ne, semi-professionell sieht das nicht schlecht aus. So, Handbremse angezogen. Mirko aus, ne? So, wollen wir abladen. Ah. 1909 Meilen waren es jetzt übrigens. Zarte 335 Gallonen Sprit verbrannt. Ist jetzt ja nicht so wenig, ne? So, aber jetzt ist die große Frage. Frachtmarkt. Wir haben ja einen eigenen Auflieger. Wir müssen auf den Frachtmarkt. Wir sind in Roswell und... Oh, es gibt Rückladung für mich. Das läuft doch super. Die ist natürlich mangelhaft bezahlt, ne? Jede Menge Ladung und scheiße bezahlt. So, was gibt's denn hier? Yuma, Arizona und Oakland, Kalifornien läuft ab in einer Stunde. Oh, das sind so eilige. Wann soll ich denn da sein? Heute ist Sonntag, ich soll da sein Dienstag. Tja, fahren wir bis nach Oakland? Oder fahren wir nach Yuma, Arizona? Ist ein bisschen kürzer. Haben wir ein bisschen mehr Zeit, ne? Nee, ich werde Montag da sein. Aber ich habe dann 11 Stunden Zeit, das abzuholen. Ich weiß gar nicht, wo Salesgut ist. Ach komm, was soll's. Wir fahren nach Kalifornien als Navi-Team eben einstellen. Was wollen wir da großartig drum rumreden, ne? Aber ich würde sagen, bevor es weitergeht, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Ach nee, teilen wäre super. Teilen wäre super. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.